Du Set. Da ist die Ich hole mir Kamera. was zu trinken. Da, jetzt holt er sie wieder. Nee, du bleibst jetzt hier. Wunderschönen guten Tag. Also du kannst natürlich gerne noch was zu trinken holen. Das muss drin sein. Dann kann ich schon mal Hallo sagen. Hallo an Mike. Grüß dich. Schön, was von dir zu hören. Wir sehen uns morgen. Da freue ich mich schon drauf. Ja, wir haben gedacht, wir machen schon mal einen kleinen Livestream mit den ersten Eindrücken und Erfahrungen und Hinweisen von dem ersten Tag der Neueröffnung der Schule. Da ist er wieder. Welcome back. Genau. Und lassen euch so ein bisschen teilhaben an der Lehrerperspektive, die wir auf diese ganze Geschichte haben und ja, wie das aus unserer Perspektive aussieht. Der Herr Wahle ist ja Klassenlehrer der 9., 10., Ja, neunte. 9. Jahrgangsstufe. Neun, fünf. Ich von der 6. Jahrgangsstufe, das heißt, wir haben so ein kleines Spektrum, das wir abdecken können. Gestern war die 5. zum ersten Mal in der Schule. Und ja, ich muss sagen, hier, ich blende das mal ganz kurz ein. Das, was am allerwichtigsten ist, ist, dass Schüler Abstand zueinander halten. Und ich, also zumindest bei den Fünfern, hat das ziemlich gut funktioniert. Klar gab es hier und da mal Situationen, wo die dann das nicht im Kopf hatten, aber das, ich weiß nicht, ist, finde ich auch schwer, das zu erwarten. Trotzdem hat das größtenteils funktioniert und deshalb, also großes Lob nicht nur von meiner Stelle, sondern auch von den Kollegen, mit denen ich darüber gesprochen habe, hat wirklich gut funktioniert dafür, dass immer gesagt wird, das sind ja noch kleine Kinder und also, dass die da nicht drauf achten können, das muss man ja irgendwie mit einkalkulieren und so weiter. Dafür haben die sich gestern wirklich wie große verhalten. Das möchte Ja, ich an sehr dieser Stelle schön. nur nochmal sagen. Damit habe ich auch nicht gerechnet, tatsächlich. Also ganz wichtig ist ja auch, dass nicht nur in den Klassen da auf Abstand geachtet wird, sondern dass das auch auf dem Schulgelände ist oder auch auf dem Weg zur Schule. Ja. Ja, und dass es nicht so ist, ja gut, jetzt ist die Schule aus und ein Schritt außerhalb des Geländes wird sich dann umarmt und verabschiedet und so. Das ist nicht so sinnvoll Das stimmt, zurzeit. ja. Ja, das stimmt. Das sieht man aber leider immer mal wieder. Also ich habe so das Gefühl, sobald die Kinder in die Schule kommen, sind die jetzt, oh Gott, wie peinlich, jetzt fällt mir als Deutschlehrer das deutsche Wort nicht ein. Dann haben die diese Awareness, hilft. Bewusstsein? Bewusstsein, das Bewusstsein, wir müssen hier, Dankeschön, wir müssen hier auf Abstand und auf Sicherheit achten. Und sobald die aus der Schule raus sind, klappt so ein Schalter um und ich sage, okay, jetzt ist die Gefahr vorbei, jetzt machen wir alles so wie immer. Also so den Eindruck habe ich, dass das in vielen Fällen wahrscheinlich Blödsinn ist, das weiß ich auch. Aber ich wollte das nur noch mal benutzen, also diese Situation oder diesen Eindruck, um darauf hinzuweisen, auch wenn ihr aus der Schule raus seid, bitte haltet weiter Abstand. Ich weiß, dass dass die Frau Krasici zusammen mit ein paar Kollegen Dreiecke und Vierecke auf den Schulhof der Dépendance gemalt haben. Und die Seitenlänge dieser geometrischen Formen haben genau die Abstandslänge, also 2 Meter beziehungsweise 1,50 Meter. Das heißt, wenn ihr euch zusammenstellen wollt, dann könnt ihr euch einfach auf die Ecken der einzelnen Vierecke oder Dreiecke stellen und euch ganz normal unterhalten und habt automatisch den jeweiligen Abstand. Ja, und ganz wichtig, dass es geht ja nicht darum, da euch irgendwie wie so Zirkustiere vorzuführen Nee, oder um Gottes zu Willen. bestrafen. Es geht darum, alle zu schützen. Genau. Ich würde sogar sagen, genau das Gegenteil ist der Fall. Wir wollen ja, dass ihr wieder zur Schule kommt und wir wollen wieder, dass ihr den Kontakt miteinander sucht, aber halt unter bestimmten Voraussetzungen. Aber ich glaube, das ist mittlerweile angekommen, denke ich mal. Ja. Dann noch ein Punkt, der ein bisschen schwierig war, und zwar sammeln euch die Lehrer zu Beginn des jeweiligen Unterrichtsblocks, zur jeweiligen Unterrichtseinheit auf dem Schulhof ein. Das heißt, ihr habt zwischendurch ab und zu mal eine Hofpause. Wie ihr euch da verhalten sollt, haben wir gerade gesagt. Wenn es wieder losgeht, holen euch die Lehrer ab, sagen euch auch nochmal, bitte haltet Abstand, nicht so drängeln, ne, entspannt euch, immer mit der Ruhe. Das war ein bisschen schwierig, hat sich herausgestellt, weil die Schüler natürlich komplett über den ganzen Schulhof verteilt sind und wir nicht immer schreien wollen.
Deswegen gibt es jetzt, habe ich gehört, Schilder auf dem Schulhof, an denen sich die Schüler irgendwie gruppieren sollen. Wie das aussieht, weiß ich jetzt noch nicht, war heute nicht in der Schule. Aber die sind alle sichtbar verteilt. Sie steht hier. Ja. Nee, ich wollte gerade irgendwas sagen, ich habe es vergessen. Das tut mir leid, ich sehe gerade, sichtbar ist ein Adjektiv, meine Damen und Herren. Das schreibt man natürlich klein. Verzeihung ist sofort geändert worden. Ah ja, jetzt weiß ich wieder. So richtig, das, was da jetzt in den nächsten Tagen bis zu den Sommerferien stattfindet, ist ja nicht wirklich vergleichbar mit normalem Unterricht, wie der vor der Pandemie war. Deswegen die Leute, die noch nicht in der Schule waren, das ist so, dass ihr selbst im Jahrgang zu unterschiedlichen Zeiten Pause habt. Also es gibt nicht eine Hochpause für alle, sondern die Jahrgänge, die Klassen haben alle unterschiedlich Pause. Und es gibt drei Blöcke, meine ich, in denen Unterricht stattfindet. Ganz genau, ja. Und dazwischen gibt es dann immer 20 Minuten Pause oder sowas. Ein Block ist 60 Minuten. Also es gibt keine 5-Minuten-Pause. Ihr wechselt auch nie den Raum. Das ist ganz wichtig zu wissen. Ja. Genau. Moment, ich wollte ganz kurz hier antworten. Also für die, also das hat ein bisschen was mit dem zu tun, was du gerade gesagt hast. Die Jahrgänge sind eingeteilt in drei Schienen, sage ich jetzt mal. Also für morgen jetzt beispielsweise, der sechste Jahrgang kommt morgen zur Schule, 6.1 und 6.2. Wenn ich das richtig im Kopf habe, kommen morgens um 8 und dann kommen versetzt hinterher die anderen Jahrgänge, die anderen Klassen dieser Jahrgangsstufe, sodass 6.5 und 6.6, also die beiden letzten Klassen dieser Jahrgangsstufe, um 9 Uhr beginnen. Ja, Und genau. damit, das bezieht sich auf das, was du gerade gesagt hast, verschiebt sich nicht nur der Beginn jeder Klasse und jeder Jahrgangsstufe, sondern damit verschiebt sich auch die Pause, die ihr habt. Und das ist das, was Herr Wahle gerade gesagt hat, genau richtig. Also 6.1 und 6.2 haben die erste Hofpause, die anderen Klassen machen in der Zeit weiter Unterricht. Dann 6.3 und 6.4 und als letztes sind 6.5 und 6.6 mit der Hofpause dran. Genau. Also ich für meinen Teil schreibe das immer als allererstes vorne auf die Tafel, weil ich gestern auch den ganzen Tag mit meinem Laptop durch die Gegend gelaufen bin, weil das einfach eine komplett neue Stundentafel ist und ich diese Uhrzeiten einfach nicht in meinen Schädel bekomme. Und deswegen brauche ich da diese, also muss ich mir das immer wieder anschauen, um zu wissen, wo ich genau hin muss und wann ich Pause habe und wann nicht. Ja, die ersten Klassen kommen morgen um 8:40 Uhr, nicht um 8 Uhr. Ah Ich ja. habe gerade den Plan hier aufgemacht und dann immer in 10 Minuten Abständen. Das heißt, die Leute, die also jetzt mit morgen die 6.1, 6.2 kommen, übermorgen die 7.1, 7.2 als erste kommen, haben die auch als erste dann schulfrei. Also alles in allem ist das die gleiche Unterrichtszeit, die ihr da verbringt. Also nur weil ihr jetzt früher kommt, heißt es das nicht, dass ihr dann bis zum Ende bleiben müsst, so lange wie alle anderen auch. Genau, das war ein, wie soll ich sagen, Missverständnis oder ein kleiner Denkfehler bei vielen Schülern, die ich gestern hatte, die gesagt haben, boah, Moment mal, die dürfen viel früher gehen als wir, die dürfen viel früher nach Hause, das ist ja unfair. Und wobei ich dann sagen musste, ja, Moment, ihr seid aber auch als Letzte gekommen, ihr konntet dafür ausschlafen. Das ist, also, das hebt sich gegenseitig wieder auf. Niemand muss da länger zur Schule bleiben, nur weil er zu einer anderen Uhrzeit zur Schule gekommen ist. Ja. So sieht es aus. Gut. Zum Aufenthalt im Gebäude kommen wir als nächstes. Und auch da muss ich sagen, ist es natürlich ein bisschen schwierig, weil ihr kennt unsere Gänge, gerade in der Dépendance, die sind eng. Da sind mehrere Türen, mehrere Klassenräume auf einmal. Ihr habt aber, ihr seid so über das komplette Gebäude verteilt, dass man sich eigentlich gut aus dem Weg gehen kann. Wichtig ist nur, dass ihr so wenig wie möglich anfasst. Einfach um, ja, nicht Sachen zu verteilen. Also, keine Ahnung, immer mal, also, wenn man viel schreibt, schwitzt man ja oder was weiß ich. So wenig wie möglich anfassen und vor allem, auch das habe ich gestern einige Male gesagt, fasst euch nicht, so wie ich hier beim Stream die ganze Zeit, ins Gesicht. Das sollte man nicht tun. Ich merke das immer wieder, dass ich das hier mache, dann habe ich meine Finger irgendwie an der Nase oder am Mund.
Das ist doof. Das Ich hab mal gelesen oder irgendwie so ein kleines Video gesehen, dass das eine Stressreaktion ist. Also wenn du unter Stress bist, dann fasst du dir öfter ins Gesicht. Ja, das kann gut Also. sein. Also ich muss ganz ehrlich sagen, immer wenn wir so einen Livestream machen, ich bin so ein bisschen aufgeregt, dass die ganze Technik hier funktioniert und ne, so wie ich mir das vorgestellt habe. Aber ja, stimmt. Und wenn Ich ich habe mir nachdenke. immer so einen Stift hier zum Hin- und Herdrehen genommen. Das ist keine schlechte Idee, das sollte ich vielleicht auch machen. Aber wenn ich nachdenke, mache ich das auch ganz oft, dass ich mir an die Nase fasse. Das ist mir schon von mehreren Seiten zugetragen worden. Ja, trotzdem, das, was, glaube ich, am allerschwersten für Schüler ist, und deswegen steht das hier auch an allererster Stelle, bitte bleibt über die gesamte Zeit auf euren Plätzen sitzen. Es sei denn, ihr habt Hofpause oder ihr müsst mal zur Toilette. Gestern war es so, dass ich das reihenweise gemacht habe. Also die Schüler sind alle in den Klassenraum reingekommen und dann habe ich jeden einzelnen der Reihe nach vorne zum Waschbecken geschickt und habe die Hände waschen lassen und habe währenddessen schon angefangen, ne, ein Unterrichtsgespräch zu führen, damit man nicht eine halbe Stunde damit verbringt, sich nur die Hände zu waschen. Aber sonst bleibt ihr bitte an euren Plätzen sitzen. Ne, der zweite Punkt hat direkt was damit zu tun. Ihr könnt auch währenddessen nicht in andere Räume gehen und Bücher oder Stifte oder Lineals oder sowas holen. Das geht nicht, das ist nicht erlaubt. Ja, auch neue irgendwie Blätter von einem Nachbarn, der da in der Klasse ist, zu organisieren, das sollte vermieden werden. Einfach damit, sollte jemand in dem Raum infiziert sein mit dem Virus, dass er das auf, dass die Möglichkeiten, dass er das verteilt, minimiert werden. Genau. Und da kommt bestimmt auch die Frage auf bei ein paar Leuten, die hier zuschauen. Welche Fächer werden denn unterrichtet? Also, da ist ja dann auch noch mal die Frage, wie sieht das aus mit Büchern? Welche Bücher müssen mitgebracht werden? Wie kommen die an die Bücher, die vielleicht noch im Spind sind oder so? Also, da würde ich erstmal sagen, die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer, die informieren euch noch, welche Fächer da wahrscheinlich gemacht werden. Ich kann mich daran erinnern, dass es geplant war, dass ihr in dieser Unterrichtszeit, in dieser Präsenzzeit Aufgaben erledigen könnt, die euch bei Moodle irgendwie schon gestellt worden sind. Ich weiß nicht, wie das jetzt in der fünften, wie, war das in der fünften gestern auch schon so? Also es war so, dass auf jeden Fall ausreichend Material im Vorfeld kopiert wurde. In der Regel braucht ihr für den ersten Schultag, es sei denn, ihr bekommt eine extra Mail vom Fachlehrer oder irgendwie sowas, braucht ihr erstmal nicht viel mitzubringen. Wie gesagt, da würde ich nochmal drauf hören, was die Fachlehrer oder was die Klassenlehrer euch sagen. Was ihr mitbringen solltet, ist alles, was ihr bis jetzt an Aufgaben zu Hause gemacht habt, in der Zeit, die ihr jetzt zu Hause gelernt und bei Aufgaben von Moodle bearbeitet habt. Wenn ihr die nicht bei Moodle hochgeladen habt oder die schon per Post abgeschickt habt, dann bringt die morgen mit. Ich habe gestern noch einige Sachen, noch einige bearbeitete Aufgaben bekommen. Dann können wir die sammeln, einsammeln und ja, können die dann benoten. Die gehen dann noch positiv in euer Notenbild ein. Und sonst, ja, braucht ihr, glaube ich, für den ersten Tag erstmal nicht allzu viel. Außer Stifte und Blätter. Stift und Blätter, das gehört zur Grundausstattung. Ja, und eine Maske für die Busfahrt. Ich habe tatsächlich, also ich hatte gestern drei Masken mit dabei und habe nach jedem Block quasi einmal die Maske gewechselt. Ich habe nicht die ganze Zeit vorne mit Maske gesessen, aber jedes Mal, wenn ich den Klassenraum verlassen habe, hatte ich die auf. Weil du kannst nicht garantieren, dass dir nicht trotzdem mal einer auf dem Gang entgegenkommt, auch wenn das alles wirklich gut organisiert ist. Und dann, ja, solltest du halt eine Maske tragen. Das ist ganz klar. Ja, finde ich auch sinnvoll. Du sagst gerade auf dem Gang begegnen. Es ist natürlich erlaubt, auf Toilette zu gehen. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass ihr da die ganze Zeit auf dem einhalten müsst. Genau. Wer muss, muss. Ne? Aber es macht halt viel mehr Sinn, die Zeit da zu nutzen für Klassenzeugs.
Ja, aber auch, ne, ist völlig richtig, aber auch wenn ihr während der Stunde auf Toilette müsst, Maske an. Weil da rennen ja auch Lehrer rum, die dann zwischenzeitlich irgendwie kopieren oder noch irgendwie was vorbereiten für den nächsten Unterrichtsblock. Und ja, immer wenn ihr Menschen begegnet, völlig egal ob Schüler, Lehrer, Hausmeister, Putzkraft, weiß nicht, Sozialpädagogen oder so, jeder, der atmet, also verteilt ja auch diese, ich glaube, wie heißt es, Aerosole? Also diese. Das, was ihr seht, wenn ihr eine kalte Scheibe anhaucht, das ist, also es ist Feuchtigkeit. Und über diese Feuchtigkeit wird dieses Virus übertragen. Deshalb, egal, wenn ihr den Klassenraum, wann ihr den Klassenraum verlasst, Maske an. Yes. Yes, Baby. So. Und dann als letzten Punkt noch Eingänge und Ausgänge. Da habe ich das nochmal ein bisschen runtergebrochen. Denn es sollen ausnahmsweise jetzt für diese Zeit beide Eingänge und Ausgänge, also beide Eingänge benutzt werden. Ihr wisst, hinten beim Kiosk, da gibt es ein Treppenhaus, das normalerweise nur für Lehrer ist. Da solltet ihr eigentlich nicht lang spazieren. Das haben wir jetzt geöffnet für alle, die in der zweiten Etage Unterricht haben. Ja. Die können über den Eingang am Kiosk rein und die müssen auch dieses Treppenhaus benutzen. Und ihr solltet von euren Lehrerinnen und Lehrern informiert sein werden. Ich will nicht hier irgendjemanden unter Druck setzen. Wo ihr in welchem Raum ihr in eurer Gruppe Unterricht habt. Das ist nicht so, dass ihr das am Tag selber erst erfahrt, sondern das solltet ihr Vorher. vorher erfahren. Also ich Ja, meine, dass ihr da nicht durch die Schule lauft und jeden anquatscht, am besten noch ohne Maske, sondern dass ihr genau wisst, okay, da muss ich hin und dann zieht ihr da euren Schuh durch und dann geht ihr danach nach Hause und guckt Fußball oder ja, so. dazu müssen wir gleich wahrscheinlich noch kurz was sagen. Aber grundsätzlich stimmt das erstmal. Ich für meinen Teil, ich habe die Einteilung der Gruppen und wo die einzelnen Gruppen Unterricht haben, also in welchem Raum, habe ich bei Moodle hochgeladen und das kann man sich da alles anschauen. Grundsätzlich ist es so, dass die Gruppen ja von den jeweiligen Lehrern auf dem Schulhof abgeholt werden und zu dem Raum gebracht werden. Das heißt, es ist zwar. Also es wäre gut, wenn ihr wisst, wo ihr Unterricht habt. Im Zweifel könnt ihr aber auch dann noch einmal gucken, okay, welcher Gruppe gehöre ich zu? Und ja, wo gehen diese Leute hin? Wichtig ist auch zu sagen, wenn ihr einmal in einem Raum seid, zum Beispiel Raum A202, dann bleibt ihr für den ganzen Tag in diesem einen Raum und ihr bleibt auch auf jeden Fall an dem Platz, an den ihr euch in der ersten Stunde gesetzt habt. Denn wir Lehrer, wir machen einen Sitzplan. Wir schreiben vorne, haben wir einen vorgefertigten Plan mit Kästchen drin. Da schreiben wir euren Namen rein, wer wo sitzt. Und ja, der bleibt bitte so. Ja. Yes. Ich habe da jetzt nichts zu ergänzen, also. Schön. Ja, das ist doch schon mal gut. Ja, dann hattest du. Nee, frage ich zuerst anders. Gibt es sonst noch etwas, was wir bis jetzt vergessen haben? Oder gibt es Fragen dazu? Die Schule hat übrigens keinen Discord, soweit ich weiß. Also jedenfalls nicht von uns beiden. Ja, ich habe mir nur noch eine Sache aufgeschrieben, die hattest du aber gerade schon angesprochen. Wir haben das auch im Vorfeld schon mal besprochen. Es gibt ja eigentlich keine Maskenpflicht in der Schule, Richtig. aber es wäre gut, wenn die Masken, die ihr habt, wenn ihr die mitbringt und für den Fall, dass eure Lehrerin, euer Lehrer euch darum bittet, die auch im Unterricht aufzusetzen, dass ihr dann Masken am Start habt. Ja, es kann ja sein, dass da jemand aus der Risikogruppe unterrichtet. Und es wäre gut, wenn da alle jetzt in der Zeit auch in der Schule aufeinander Rücksicht nehmen können. Ja, also es ist keine Pflicht, aber es ist jetzt auch nicht so schlimm, eine Maske aufzusetzen. Das ist absolut korrekt. Jetzt habe ich hier gerade Mist gebaut. Du bist leider kurz nicht mehr zu sehen. Das ist eine Scheiße. Okay. Das tut mir leid. Ja, solange ich zu hören bin, ist das ja nicht so schlimm. Ich habe aber auch jetzt sonst keine Stichworte mehr. Hier. Da ist er wieder. Zack. Easy. Gut. Dann.
Ganz kurz noch, ich blende das hier mal aus, damit man nicht mehr, damit man nicht mehr verwirrt ist. Gestern war, oder heute, im Moment ist englische Woche in der Fußball-Bundesliga. Kurze Gedenkminute. Kurze Gedenkminute für den deutschen Meister, der sich gestern selber gekürt hat. Verdammt. Doch mal, das darf ja wohl nicht wahr sein. Ja, Bayern gewinnt 1-0 gegen Dortmund. Damit wird die deutsche Meisterschaft wohl entschieden sein. Also die Schüler, die mich kennen und die bei mir Unterricht haben, wissen, ich bin gebürtiger Mönchengladbacher und deshalb hängt mein Herz natürlich am Verein von Borussia Mönchengladbach, die es gestern leider nicht geschafft haben, im Tabellenkeller zu punkten und, also zu punkten ist nicht ganz richtig, den Dreier bei Werder Bremen mitzunehmen. Und das, obwohl Leverkusen zeitgleich in Wolfsburg untergegangen ist. So, ja. War nicht so toll gestern. Hab mich, also. Und dann war das, also, dann, ich weiß nicht, wenn es nicht läuft, dann ist diese fehlende Atmosphäre in den Stadien auch noch mal ein bisschen bedrückender, finde ich. Ja, also ich habe mir ja gestern nur das Spiel Dortmund gegen Bayern angeschaut und mir ist das Gleiche aufgefallen, was mir auch bei dem Spiel am ersten Spieltag aufgefallen ist. Gladbach gegen Frankfurt. Du kannst halt dich voll auf das Spiel konzentrieren, weil diese ganzen Nebengeräusche und Nebenschauplätze, die dann da durch die Atmosphäre entstehen, die sind halt nicht da. Und mir ist aufgefallen, wie krass gut die Bayern einfach sind, ne? Also was das für eine taktische Leistung gewesen ist, defensiv wie eine Festung, die die da aufgebaut haben und dann ihre superschnellen Leute und technisch versierten Leute da vorne. Also halte ich Das für in stimmt leider Deutschland für alles. unschlagbar leider, bis der MSV endlich in der ersten Liga spielt wieder und international auch. Also ich finde es auf der einen Seite, ja, ist die Atmosphäre halt nicht da. Und ich denke, so einer Mannschaft wie Dortmund hätte das auch ganz gut getan, wenn da die Unterstützung gewesen wäre. Ja, na klar, natürlich. Aber spielerisch, also es macht schon Spaß, da zuzugucken, wenn du so ein Faible dafür hast, wie so Taktik abläuft und so. Ich lasse mich immer davon, von der Atmosphäre im Stadion so ablenken. Also ich versuche so analytisch an so ein Spiel ranzugehen, wie es geht. Aber vor allem, wenn deine eigene Mannschaft, du hast es gerade gesagt, wenn es um deine eigene Mannschaft geht, dann ist das ja alles auch immer noch emotionaler. Wir machen ja auch in jedem Livestream immer noch so eine kleine Buchempfehlung. Wir haben im Vorfeld, bevor wir den Livestream gestartet haben, auch wieder so ein bisschen darüber gesprochen, was wir gerade lesen. Ich halte dann einfach mein Buch nochmal in die Kamera. Ian McEwan, Maschinen wie ich, ist nicht unbedingt was für die 5., 6., 7., 8. Klasse, sondern eher für Jahrgangsstufen darüber. Wenn wir aber über Bundesliga sprechen, dann möchte ich auf jeden Fall einen Namen nennen. Das ist Tobias Escher, der ein Buch über die großen, ja, wie soll ich sagen, die großen Taktikfüchse des Fußball-Weltgeschehens geschrieben hat, über neue Ansätze, die zum Beispiel Jürgen Klopp mit eingebracht hat mit seiner Mannschaft, die Pep Guardiola zuerst bei den Bayern und jetzt bei Man City verfolgt. Und ja, wie das den nicht nur den internationalen Fußball verändert, sondern auch die Art und Weise, wie Fußball mittlerweile geschaut wird. Und das liest du? Ja, Okay. Alles klar. also habe Ja. ich gelesen, kann ich nur empfehlen. Ich lese die unendliche Geschichte zurzeit. Und nebenbei dieses Buch hier, Should Robots Replace Teachers? Zwei Seiten gelesen. Mal schauen. Spontane Antwort, was wäre deine Antwort auf diese Frage, wenn du die in einem Interview gestellt bekommen würdest? Also bis Roboter Lehrer ersetzen müssen, muss noch einiges passieren. Also in den ersten Seiten wird auch was von der sozialen Komponente des Lernens und Lehrens gesprochen. Sehe ich noch nicht. Ja. Gut. Okay. Wir haben jetzt auch nur noch 2 Minuten. Irgendwie ist das Meeting heute begrenzt. Hat noch jemand Fragen zu irgendwas?
Ja, hier kam eine kleine Trollfrage, warum nicht eigentlich die Neuntklässler durchgehend zur Schule gehen und alle anderen zu Hause bleiben. Nun, ich glaube, die Frage beantwortet sich von alleine. Zoe ist wieder am Start, hat bis jetzt nicht einen einzigen Livestream verpasst. Ging gerade um Bundesliga. Wir sind, nachdem wir über die Erkenntnisse der Neueröffnung der Schule gesprochen hatten, so ein bisschen abgewichen. Union Berlin. Ja, die hätten letzte, weiß ich nicht, wie lange ist das her, vor 2 Wochen die Bayern schlagen können, haben sie nicht gemacht. Ja. Bei mir wird jetzt angezeigt, weniger als 1 Minute. Ja. Bevor ich gleich weg bin, schönen Abend noch. Ja, genau. Das kann ich ganz kurz erklären. Ich hatte lange Zeit die Pro-Version von Zoom, nachdem aber jetzt von Schulleitungsseite die Anweisung kam, dass dieses Programm offenbar aus Sicherheitsgründen nicht mehr benutzt werden soll, habe ich das gekündigt und deswegen sind die Meetings jetzt wieder begrenzt und dementsprechend, ja, können wir uns gerne verabschieden und wünschen euch einen guten Start oder einen Restart in die Schule. Alles klar, wir sehen uns. Bis dahin. Ciao.